Thank you.
Maul! Oh mein Gott, ich denke nicht mehr. Dann nach vorne nicht mehr. Das ist ein schmaler Rehbestand, aber das lassen wir mal. Ich habe Sprengfieb gemacht, ein bisschen ausgerastet beim Fiepen, weil vorher kein Bock kam auf normal Pierlaut oder normalen Rickenfieb. Und dann kam auch ein Sprengfieb, kam der Bock. Wo ein Hochgarn dann ist. Boah, was ein Abschlussbock, perfekt. Fühl mir die Zähne. Ist einfach schwach veranlagt, ne? Von Zayan. Klasse. Das hat echt hervorragend gepasst. Du erst ist ein Sechser. Jo, ich dachte erst, er wäre. Ich habe nach vorne gar nicht geguckt, ich habe nur oben geguckt, ne? Und dann habe ich die Seite hier gesehen, das bisschen anstehen. Ne? Ja. Samstag oder nee, Freitag und ich komme zur ersten Jährling anblatten, wie ihr im Video gesehen habt, und jetzt Eltern starken guten Abschlussbock. Gucken wir uns den mal genau an. Da hinten liegt er. Ich denke, es ist nicht uralt, aber 3 Jahre. Könnte sein.
Den Bock kenne ich, auf den war ich auch schon. Das ist ein Gabler nur, ne? Waldmannsheim. Waldmannsheim. Kam der nah. Kam auch noch nichts raus. Auf dem ersten Fieb direkt, ne? Der lag direkt da unten. Boah, ich hatte so Angst, dass er mich sieht, ne? Wieso hast du erst so spät geschossen? War die Fichte die ganze Zeit davor? Genau im Zielstachel, wie der breit stand. Genau, ja, ich hätte die Fichte... Kannst du da hinschießen? Oh, passt ja gerade so. Ja, es hat gerade so gepasst. Hat gerade vielleicht 5 cm. Ich hätte den schon 10-mal schießen können von meiner Position. Ich hätte den da unten noch zwischen zwei Bäumen nehmen können. Da hätte ich halt so eine Lücke. Ja. Das ist ein Gabler, ne? Das ist der, glaube ich, nämlich mit Jan unten vorher. Deswegen war ich auch schon mal hier. Weiter.